Also, Contraband Police Patch. Und das wird euch jetzt, pass auf, Achtung. Neue Patch Notes von Contraband Police. Die Überfälle sind weniger geworden. Und die Polizeiautos sind robuster geworden. Das ist schon mal sehr, sehr cool, weil ich hatte ja am Anfang die Überfälle teilweise ignoriert. Und es war gefühlt an jeder Ecke ein Überfall. Also die Überfälle sind weniger geworden. Man hat aber auch gut Loot über die Überfälle bekommen, habe ich ja ganz zuletzt gemerkt. Also ich werde jeden Überfall diesmal mitnehmen. Ich habe ja auch jetzt meine AK. Ich bin jetzt im Endgame, ne? Ihr wisst ja. Aber die sind jetzt weniger geworden nach dem Patch. Dann gab es Probleme mit dem Telefon und auch mit dem Foto im Pass. Müssen wir mal gucken. Also wie ich meine, ich hatte diese Probleme nicht gehabt. Aber das ist auf jeden Fall behoben worden. Dann gab es auch, entweder war das falsch angezeigt oder es wird jetzt angezeigt, dass bei einer Inspektion die Schmugglerware, also der Ort der Schmugglerware jetzt auch angezeigt wird. Entweder war das falsch angezeigt oder es war nie angezeigt. Ich kann mich jetzt nicht genau dran erinnern. Aber das ist jetzt auch neu. Dann gibt es drei Achievements, drei Errungenschaften, die jetzt funktionieren. Entweder haben sie vorher gar nicht funktioniert oder sind neu dazugekommen. Keine Ahnung, konnte man auch nicht erlesen. Aber es gibt halt drei neue Achievements. Dann unser Herr Wachtmeister, der unser Auto immer repariert, der stand ja immer sehr gefährlich da. Und vielleicht haben wir ihn auch das ein oder andere Mal auch mal gestreift mit dem Auto. Der hat jetzt einen neuen Ort. Also ich glaube, einige von den Spielern haben ihn anscheinend mal das ein oder andere Mal überfahren. Deswegen, er steht jetzt ein bisschen weiter weg, sodass er nicht mehr unbedingt mitgenommen wird. Ne? Und unsere Polizisten, die uns auch immer helfen, wenn wir einen Überfall vor Ort haben, die haben jetzt sehr viel Wodka bekommen anscheinend und stehen jetzt weiter mehr vorne. Also sie haben jetzt mehr Bock. Sie haben jetzt nicht mehr so viel Angst. Sie gehen weiter, sie gehen voran. Ne? Also nicht wir stehen im Kugelhagel, sondern die können sich auch gerne mal in Kugelhagel stellen. Ne? Das ist auch schon mal sehr gut. Also das ist das, was diese Woche gekommen ist. Ne? Das klang auch wieder falsch. Das ist normal, ja. Chefin denkt an mich offline. Was soll ich dazu sagen? Bin rot, kannst du es sehen? Svenner. Kalix sei dein Bums ist auch nicht schlecht. Der ist wirklich gut, Jaco, gell? Und Panita Biber, gute Mosche. Na, alles klar? Und ach, El Bonjour, Rammstadt. Gute. Na. Chefin trägt auch rot. Ja, heute trage ich rot. Ich habe mir gedacht, wir sind heute Grenzpolizist. Uns muss man schon von Weitem sehen. Achtung, Stopp! Hier müssen wir vorsichtig sein. No. Hallo Michael, servus, na? Moin, moin ins Nachbarländle. Ei, Aktsan, alles klar. Und jetzt passt auf, was nächste Woche kommt. Und darauf freue ich mich auch dermaßen. Pass auf. Es gab irgendwie anscheinend Crashes während der Schießerei. Hatten wir noch nicht gehabt, aber das wird auf alle Fälle nächste Woche behoben sein. Außerdem werden die Fluchtautos, also diese Autos, die an einem vorbeirasen, es gab anscheinend Momente, wir hatten ja auch teilweise ewig lange Fluchtgeschichten gehabt, wo wir mit unserem Auto nicht hinterherkamen. Also die Autos, die fliehen, beziehungsweise die Personen, die fliehen mit ihren Autos, die sind jetzt langsamer, dass wir auch mit unserem Auto hinterherkommen können. Anscheinend gab es da Momente, wo die so schnell waren, dass du gar nicht hinterhergekommen bist. Diesmal ist es so, dass die langsamer werden und wir die auch auf alle Fälle immer bekommen. Und dann kommt der Knaller. Endlich wird nächste Woche im Patch der Sniper gefixt. Weil, na, wir haben es ja letzte Woche mitbekommen, der Sniper funktioniert anscheinend nicht. Na, haben wir ja einen tollen Hinweis bekommen im Chat. Gott sei Dank habe ich ihn nicht gekauft, weil das wäre das Erste gewesen, was ich mir kaufen hätte wollen. Aber der Sniper funktioniert leider nicht. Ist da oben und träumt oder schläft, keine Ahnung. Der wird nächste Woche auch gefixt sein im Patch. Also dann kann man uns gönnen. Na? Und was ganz toll ist und was anscheinend auch nächste Woche mit reinkommt. Leute, haltet euch fest. Einen Free Mode.
Das bedeutet, dass ihr individuelle Einstellungen tätigen könnt. Also perfekt für jemanden, der das Spiel schon fertig gespielt hat und nochmal spielen will oder der es jetzt schon erstmal spielen möchte. Individuelle Einstellungen könnt ihr machen. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel sagen könnt, hier, mir gefallen die Überfälle gar nicht. Ich schalte die aus. Das finde ich mega. Das haben sich anscheinend sehr viele Leute gewünscht. Und dieser Free-Mode mit individuellen Einstellungen, der kommt anscheinend auch dann nächste Woche. Hammer, oder? Finde ich saugeil. Ich weiß nicht, ob ich... Ich würde das einmal in Normal spielen. Ich glaube, für mich persönlich, weil ich finde das Spiel halt echt geil. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal spielen würde und dann vielleicht mit ohne Überfälle oder so. Dass du dann wirklich einfach sagst, wir konzentrieren uns rein nur aufs Kontrollieren. Ne? Hab mir das Spiel auch geholt, nur noch nicht installiert. Ja, dann los, El Bonjo, los. Was? Achtung, Stopp, Erdbeerwoche, was? Was? Oh, ich hab Grippe, aber geht schon besser. Ach, paniert der Biber, dann gute Besserung weiterhin. Ja. Wie schlafen bei der Arbeit. Der Schneiper ist bestimmt auf den Ormer. Ja, ja, ich glaube auch, Shark. Guten Morgen, Skeptis, und viel Spaß im Lörg. Dankeschön. Der Schneiper war im Arbeitslager, nach dem Patch läuft er wieder geradeaus. So sieht's aus. El Bonjo. Freie Mode? Nein, doch. Oh. Viel Spaß noch, muss los zur Arbeit. Sia, pass auf dich auf. Dankeschön. So. El Bonjo, Gino, was ist los? Klang. Jetzt geh mir rein. Jetzt geh mir rein. Jetzt gehen wir rein. Daimian, moin und herzlich willkommen im Chat. Servus, na, das ist klar. So, pass auf. Es geht direkt los, ne? Das wisst ihr. Fortsetzen. Rein geht's da, Erik. Rein. Stop right now. Thank you very much. Oh Gott, jetzt kommt meine Spice Girl Zeit durch. Oh Gott. Nein, stopp. So. Was hältst du von Wirtschaftssimulatoren? Meistens sehr zäh. Svenna, meistens sehr zäh. Ich weiß noch nicht, was ich davon habe. Ja, vielleicht gibt es auch lustige Wirtschaftssimulatoren. Kommt drauf an. Aber meistens ist sowas ja sehr trocken, ne? Steffi, dann musst du aber die nächsten 3 Tage auch den Nitrusstuhl benutzen. Selbstverständlich, deswegen habe ich den ja da. Der Frank wollte ihn beim letzten Mal schon mitnehmen. Habe ich gesagt, Frank, das kannst du nicht machen, wenn wir die nächste Aktion haben. Außerdem sitzen die Kinder da drauf. Der Tom, der Tom zählt schon seine Jahre, weil ich gesagt habe, naja, ab 14 kannst du ja eigentlich schon was machen auf YouTube. Jetzt zählt er schon seine Jahre und sagt, oh, ich kann bald. Dann habe ich den Stuhl schon und dann muss ich. Und ich so, Nee, den Stuhl gebe ich doch nicht her. Nein. Klar sitze ich dann da drauf. Aber der Gustav, der hat dann mal kurz Pause. Der Gustav, gell? Ja. Prototype, gute! Ivy, herzlich willkommen im Chat. Wann ist er 14? Ja, das dauert noch einige Jahre. Ich habe es letztens mal getestet. Ach so, ich kann ja schon rein. Ich habe es letztens mal getestet. Bereit für alle. So sieht's aus. Ich habe es letztens mal getestet. Was passiert denn jetzt? Die Musik ändert sich. Den kannst du noch nicht. Das geht noch nicht bei den Kindern. Mineneinsturz. Ach du Scheiße. Mindestens 5 Bergleute wurden getötet, als am Morgen ein unterirdischer Tunnel in der Kohlemine irgendwas einstürzte. Rettungsteams versuchen, 12 Verschüttete zu befreien. Außerdem sind mehr als 1000 Bewohner der umliegenden Dörfer den Verletzten zu Hilfe geeilt. Im Moment sind die genauen Ursachen der Tragödie noch unbekannt. Geht meist schneller, als man denkt. Na, also ich habe es letztens mal getestet, habe ich gesagt, tut doch mal, während ihr spielt, mal was aufnehmen. Da bin ich ja mal gespannt, ob ihr spielen und erzählen könnt. Und außerdem... Bitte nicht so viel fluchen. Es funktioniert nicht. Also entweder sagen sie gar nichts mehr oder sie erzählen nur Müll. Wie gesagt, das funktioniert noch nicht. Das geht noch nicht.
Also ich meine, dass die älter werden. Ja, das stimmt. Das geht relativ schnell meistens, ja. A Good Company, ein tolles Game, falls du das nicht kennst. A Good Company, nee. Ich habe ja jetzt dieses Big Ambitions, was wir uns ja auch noch angucken müssen. A Good Company. Good Company gucke ich mir mal an. Aber wie gesagt, Wirtschaftssimulatoren, pff, ich will ja Spaß haben mit euch. Und alles, was mit Zahlen und Wirtschaft zu tun hat, ist eigentlich kein Spaß, ne? Schau dir mal die Wirtschaftssimulation Big Ambitions an. Ja, Svenna, das Spiel habe ich geschenkt bekommen. Wir hatten uns nämlich drüber unterhalten, dann habe ich es geschenkt bekommen von Fuchsgang. Und das gucken wir uns auch an. Entweder nächste oder übernächste Woche mal. Ja. Und Mace, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. 4 Monate Steuererklärungssimulator. Ach, hör mir auf. Und Mace, guten Morgen auch im Chat. Servus. Herzlich willkommen. So, und was steht da in der Zeitung? Das haben wir schon gelesen. Die Regierung schafft neue Arbeitsplätze. Das haben wir schon gelesen. So. Warum ändert sich denn die Polizei, sage ich? Aha, er steht ein bisschen weiter weg. Ja, ja. Warum ändert sich denn das so? So, was steht da? Oh. Liste der unbrauchbaren Berufe. Künstler, Lehrer, Journalisten haben wir noch. Technische Inspektionen haben wir noch. Und wir haben noch einen Schmuggler mit VB... Was ist denn das? VBD oder VBO? Müssen wir noch kontrollieren, ne? Die Musik, die triggert mich nur gerade so ein bisschen. Ist sehr nice, ja? Was habt ihr für einen Steuerfetisch? Hallo Moni. Dankeschön. Wo ist meine Knarre eigentlich? Die Mistgabel. Muss ich noch nachladen? Nee, geht. Oh, was ist das? J-O-T. So, dann gucken wir erstmal, ne? Achso, das ist mein Inventar. Ja. Bestätigte Fracht ist das. Achso, Tab. So. Der Masnur. Der Masnur kommt aus Erkai, Leute. Masnur Ergachev. Ärgerchef. Also das passt schon mal zusammen, ne? Da auch Masnur, Ärgerchef. So, Name passt schon mal, ne? Wir müssen ja kontrollieren. Dann ist es 4GSU5QIT. Das passt eigentlich auch. Gültig bis, passt nicht. Einreiseerlaubnis passt leider nicht. Hast du seine Papiere schon? Ja, das sind ja seine Papiere schon. Also das passt schon immer nett, ne? Müssen wir ja schon mal eintragen. 1980, wir haben ja 1981. Dass das Haltbarkeitsdatum da schon mal nicht stimmt, ne? Er ist wegen Arbeit da. Aus dem Königreich Erkai. So. Und er ist auch noch Künstler. Ach, du heiliger Strohsack. Er ist auch noch Künstler. Das könnte man nicht machen. Du bist leider nicht am Start. Dich können wir schon mal abweisen hier. Die täglichen Bestimmungen, düdüm. Leider nein. So. Tut mir leid. Dann hat er viel Gepäck drin. Von vorne sieht alles in Ordnung aus. Wir müssen ja auch das... Oh Gott, jetzt erschrecke ich mich jedes Mal wegen dem Konfetti. Adunga, guten Morgen! Ist das mit Fahrzeugschaden neu? Fahrzeugschaden? Gleich einbuchten, so sieht's aus, Daniel. So sieht's aus. Und Jürgen, guten Morgen. Hast du eine neue Arbeit beim russischen Zoll gefunden? Ja, immer, immer. Man muss ja auch gucken, wo man bleibt, ne? Das ist ganz klar. Hier ist es nichts kaputt und es fehlt auch nichts, oder? Jedenfalls sehe ich nichts. Ich glaube aber, er hat so viel Gepäck. Drei Gepäck? Ah, nee, doch nicht. Vier Gepäck. Oh, das sieht sehr gut aus. Also die Fracht stimmt, aber wir können ihn nicht reinlassen. Adunga moin! Ja, wir sind da auch, Jürgen, wir kontrollieren aber auch massiv, gell? Das ist schon klar. Also Frachtbrief passt. Aber wir können ihn nicht reinlassen wegen den täglich aktuellen Bestimmungen. Und er hat auch komplett nichts kaputt. Also ich würde sagen, er hat ein super Auto. Das hast du ganz toll gemacht. Aber die täglichen Einreisebestimmungen heißt, kein Künstler, kein Lehrer, kein Journalist.
Und das geht natürlich nicht, ne? So, sind wir durch? Ich glaube, ich hoffe jedenfalls. Die Inspektion ist beendet, aber wir können dich leider nicht reinlassen, weil du ein Künstler bist und dein Pass abgelaufen ist. Auto erstmal zerschneiden, ob vielleicht was in den Hohlräumen versteckt ist. Genau, Svenne. So, nächster bitte. Tschüss. Gerechtfertigte Ablehnung. Ein Moment. Der Name war auch nicht richtig. Dann habe ich was beim Namen übersehen. Aber ansonsten hat alles gepasst. Okay, wir müssen uns mehr konzentrieren, Leute. Mein Podcast, während ich Uni lerne. Sehr gut, Forrest. Das bin ich. Das bin ich. Gute Podcast. Ei, gute. Ich hätte gerne ihre Dokumente. Andere Leute geben es mir gleich. Dein Fenster ist übrigens kaputt. NYD. Naja. Aber habe ich meine Taschenlampe eigentlich an? Ja, ne? Ja. So, pass auf. Weiter geht's. Der hat anscheinend nichts dabei. Er möchte aber einreisen. Der Mehis Klonti. Der Name passt aber. Kommt aus Rali. Stammtisch. Stammtisch 7KVB. Seht ihr übrigens alles? Ah, nee, ich muss mich noch ein bisschen verschieben, ne? Leute, das müsst ihr mir sagen, dass ihr auch alles seht. Jetzt muss ich mich wieder in die Popotröte reinsetzen. Warte, ich setze mich kurz in die Popotröte rein. Ah, das passt aber auch nicht, ne? So bin ich zu sehr mittig. Wie habe ich mich denn letzte Woche hingesetzt? Habe ich mich so. So ist aber auch nett, ne? Nee, so seht ihr auch nichts. Ich glaube, es ist egal, wie ich mich hinsetze, oder? Das Auto ist defekt. Ja, das müssen wir machen. Oh, Tiok, Bio und Wurst für alles. Sehr gut, das freut mich. Sehr gut. Damit greifen wir gleich zu. Wie wollt ihr mich denn? Wollt ihr mich links? Wollt ihr, dass ich so bleibe oder wollt ihr rechts? Denkt immer an die Popotröte, ne? Die sitzt jetzt eigentlich so perfekt. In die Tröte. Kein Bier vor vier. Was? 7KVB Y9Y6, das passt auch. Am 18. Mai, das passt auch. Und hier steht der 22. Mai 81, das passt auch. Na? So, jetzt gucken wir noch die Arbeitskarte an. Er ist Holzfäller. Ja, siehst du? Das ist nämlich wunderschön. Na? Jetzt passt die Popotröte nämlich wieder super. 30. Juni passt auch und er heißt auch auf der Arbeitskarte Mehis Gehölonti. Ich kann nichts aussetzen. Es ist alles perfekt. Krass. Es ist alles perfekt. Jetzt müssen wir nur kontrollieren. Seine Autoscheibe ist kaputt. Schon mal einmal. Sein scheibengesprungene Scheinwerfer ist kaputt. Was hat er noch? Noch ein Scheinwerfer ist kaputt. Er hat auch wirklich nichts dabei. Spiegel hat er noch dran. Das war's, würde ich sagen, oder? Sehr verdächtig. Ich bin vor der Arbeitskarte, ja. Geht perfekt unter die Nase. Also eine Stunde würde ich mich beschweren, wenn der Kontrolleur so lange vor mir steht. Ach Quatsch. Wir machen es ja auch richtig. So, dann sind wir jetzt dosch. Die Inspektion ist beendet. Sie dürfen durch. Ja, tschüss. Ist nur mein Schild hinten? Nee, das stimmt. Nur mein Schild hinten hat gestimmt. Gültige Einreise, perfekte Inspektion, $160 haben wir bekommen. Genau, Tiok.
Gott, das kleine Auto, ey. Ich würde schon mit dem Kopf da oben dran stoßen. Bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Jetzt geht's los, Leute. Ja, bitte steigen Sie aus. Jetzt wird kontrolliert. Aha, der Name ist schon mal falsch. LFICSZLM stimmt aber und der 28. April passt noch und der 3. Februar 81 passt nicht mehr. Also Haltbarkeitsdatum ist auch falsch. So, die Passnummer hat gestimmt. Das Foto, ach du Scheiße, guckt euch mal das Foto an. Foto stimmt auch nicht. Und jetzt gucken wir noch nach dem Auto, solange es noch nicht kaputt ist. Spiegel passt, Reifen passt. Das Auto sieht gut aus. Aber jetzt werden wir es uns schön auseinandernehmen, Leute. Der Heckspoiler, ich lach mich weg. So, pass auf. Junge, du bist sowas von verhaftet. Och, guck mal, wie das auch von innen ausschaut, ne? Das ist ja lustig. Mach deinen Job, es ist nichts Legales da. Ja, 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 das sagen sie alle. Das sagen sie alle. Ich muss besser kontrollieren. Aha! Schmugglerware, Zigaretten. Aha. Oh. Ja, ja, bitte. Bitte jammer weiter. Das wird dir nichts helfen. Nochmal Zigaretten gefunden. So, in der Decke. In der Decke scheint nichts zu sein. Und ansonsten hier auch nicht. Oh, jetzt werden wir ihn auseinandernehmen, Leute. Jetzt werden wir ihn auseinandernehmen. Da passt eigentlich alles da in den Motorenraum. Da ist auch nichts, ne? So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Aha! Ich sehe was, was du nicht siehst. Zigaretten. Aha! Habt ihr es gesehen? Das ist nichts Legales. So. Dann kontrollieren wir noch mal. In den nicht vorhandenen Reifen. Ich hatte auch mal ein Auto gehabt. So dünne Reifen hatte ich gehabt. Haben wir immer Witze gemacht. Ich würde mit Fahrradreifen fahren. Mein erstes Auto hatte Fahrradreifen drauf. So dünn und klein waren die. Nee, sonst sehe ich aber nichts. Würde mich ärgern, wenn ich jetzt was übersehen würde. Ist hinter den... Warte mal, wenn ich reingehe und jetzt nach hinten durch. Aber schwierig, ne? Von hier sieht man auch nichts, ne? Manchmal ist es nämlich so hinter dem Sitz versteckt, dass man es nicht sieht. Also, ich würde sagen, ich bin durch. Hallo Sandra, guten Morgen. Ja, wie hast du geschlafen, Sandra? Was ich für ein Auto hatte, mein erstes Auto war ein Citroën AX Fünftürer. 70 PS, weißt du, wie der abgegangen ist? Ja, Mann. Habe ich euch ja schon Geschichten erzählt. Ne? Ich mochte die alten Karren mit Trennscheiben, vor allem die Reifenpreise, herrlich. Shakuns, ei, gute Moin. Gib mir die Hälfte ab, dann darfst du einreisen. So sieht's aus. So sieht es aus. So, dann sind wir durch, glaube ich, ne? Was ist denn das? Ein Baum. Junge, du bist durch. Du bist sowas von durch. Name ist falsch, Datum ist falsch, Foto ist falsch. Und jetzt wirst du noch schön verhaftet, mein Freund. Oh nein, nicht kaputt. So sieht's aus. Mein erstes Auto war ein Suzuki Swift. Ach cool, Fuchsgang. Ich hatte als erstes Auto nur 60 PS. Oh, warte mal. Nee, stopp. Habe ich euch was... Ich glaube, ich hatte auch nur 60. Hatte ich jetzt 60 oder 70? Nee, ich hatte 60... Doch, ich hatte auch 60, Shark. 70 wäre zu krass gewesen bei dem Auto. Oder hatte ich... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, 60. Aber das Auto hat nur 700 Kilo gewogen. Das ging halt voll ab, ne? Racker! Ein AX mit 90 PS, Svenna?
Ach du heiliger Strohsack. Meiner ist ja schon abgegangen wie sonst was. Mein erstes war ein Fiat, 128 PS. Oh Gott, Mace, wie schön. Ein Dreier Golf. Oh, Shark, dann war's, hast du aber zu den coolen Jungs gehört. So. Na? Gefällt euch euer Platz hier? Ja, das denke ich mir nämlich. Gell? Immer schön aufpassen, Herr Kommissar. Immer schön aufpassen. Ja, ja, ebenso, gell? So, in unserem Lager ist noch nichts drin. Achso, Entschuldigung. In unserem Lager ist noch nichts drin. Das kann weg. Und die Munition. Was ist denn das nochmal für eine Munition? Für Maschinengewehr. Das ist Pistole, das ist Maschinengewehr. Was ist denn das immer für... Wieso habe ich eine Schaufel am Start? Das weiß ich nicht. Und das Messer kann das erste Mal weg. So. Immer schön aufpassen, gell, wenn die ausbrechen wollen. So, ein Moment. Wir sind jetzt übrigens Major. Wusstet ihr das? Och, ein Kadett mit 45 PS. Kadett ist auch geil gewesen. Aber wer einen Golf hatte, der war natürlich, der hat natürlich zu der oberen Klasse gehört, ne? Jeder wollte einen Golf fahren. Aber tiefer gelegt. Fünftürer, Nobel. Mein erster Golf 2 war mit 55 PS und Vierganggeschaltung und Eco-Gang. Ja, ich hatte zwar fünf Türen, Tiok. Ich hatte aber keine Servolenkung. Keine Airbags, nix. Ja klar, das Auto hat ja... Ich glaube, mein Auto war Baujahr 92. Es hatte nichts gehabt. Und das Lustige war, ohne Servolenkung einzuparken, konnten ja die meisten nicht. Ich war es ja gewohnt, ohne Servolenkung bedeutet ja, ich weiß nicht, ob die ein oder anderen wissen es ja vielleicht nicht aus dem Chat, wenn ihr ohne Servolenkung fahrt, müsst ihr immer die Reifen bewegen. Ihr könnt also nicht im stehenden Zustand euer Lenkrad bewegen, das geht nicht. Das heißt also, euer Auto muss immer rollen. Damit ihr das Lenkrad auch benutzen könnt. War sehr lustig, weil keiner konnte einparken mit diesem Auto, außer ich. Und ich liebe es, rückwärts einzuparken. Ich kann auch nur rückwärts einparken. Also ich bin, ne, the professional. Dreier Golf war das Beste. So sieht's aus, Alex, ja. Honda Civic, auch sehr geil, Forrest, ja. Auch schön, Sandra, es geht vorwärts. Das ist schön. Jetzt habe ich einen langweiligen Dodge Ram. Willst du mich verarschen, Mace? Stimmt. Du kannst mir den gerne geben. Das erste Fahrzeug, das ich gesteuert habe heute, hatte 3650 PS. Was? Da ist wohl eine Zahl so viel, Michael. Was ist denn jetzt hier los? Chef, wir denken dran, das Auto wegschieben zu lassen. Das mache ich auch. Mein Bruder hat einen Peugeot 205 GTI mit 120 PS. Der war giftig. Das glaube ich dir, Jörg. Mein zweites Auto war ein Hyundai i30. Auch nicht schlecht. Doch, das geht. Kurzerhand dazu entschieden, Mittag auf jetzt zu verlegen. Lecker Nudeln mit Tomatensauce und Speck. Sehr gut, Jaco, macht es. Ich hatte einen Fiat Uno mit 45 PS von 85. Danach ein Seat Marbella mit 34 PS und danach. Und Faltdach. Im Sommer schön beim Fahren Sterne gucken. Ach, schön, Racker. Ein Liebherr T. Ach du Scheiße. Ein Liebherr. Muldenkippe. Ich träume hier von einem RS6. Ach, komm hier auf. Ach, komm hier auf. So. Bitte wegkehren. Einziges Auto, was ich habe, Ferrari Enzo. Oha. Oha, Kenny. Inspektion abgeschlossen, Schmuggel vereitelt. Haben wir was vergessen? 3 von 3. Wir sind richtig gut, Leute. Ha? So, jetzt haben wir keinen Schmuggler mehr, aber unsere Bestimmungen sind noch am Start, ne? Jetzt müssen wir aber trotzdem noch auf Schmuggler aufpassen. Ford und dann Honda, ja. Sehr gut. Ja, ich sag auch, also jetzt auch bei meinen Kindern, klar, die Autos heutzutage sind nicht mehr so unsicher wie früher, ne? Ohne Airbag, ohne Großkarosserie, ohne bla bla bla. Aber es darf auf keinen Fall ein neues Auto sein, weil du schrubbst immer irgendwas auf. Das ist ganz klar, oder, Leute?
Irgendwann gibt es sowieso fliegende Autos, haben sie mal angekündigt. Ja, ja, Fuchsgarn. Die ersten sind sogar schon in der Mache. Es gibt schon Autos, die fliegen können. Musst du mal googeln. Und hallo Ted, moin. Also Nadine ist ja auch nicht die Grenzgänge gegangen. Ja klar, schon lang. Wie geht's dir? Ja, wenig PS und auch alt, Shark. Ja. Schau mal, alte Bilder. Citroen AX von Arn Tuning. Ja, die konnte man aber auch geil tunen, Svenna, ne? Die konnte man richtig geil tunen. Er will zu Besuch kommen. Aha. 21. Mai und 19. September. Er hat alles korrekt. Es ist alles korrekt. Guck aber trotzdem mal mit meiner Speziallampe, ne? Da ist auch nichts drin. Sehr gut. Da ist auch nichts kaputt. Du, den können wir durchlassen, Leute. Es ist alles in Ordnung. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, reicht für Anfänger. Finde ich auch. Finde ich auch. Perfekte Inspektion. $160. Wie lange spielst du das Spiel schon? Von wegen Langzeitspielspaß. Spiele nämlich auch mit dem Gedanken der Anschaffung. Du hast ungefähr, habe ich jetzt schon gehört von anderen, ungefähr 39 Stunden würdest du das Spiel durchspielen, Tiok. Und das ist jetzt mein zweiter Stream. Das heißt, jetzt sind wir in der 9. Stunde ungefähr. Und wir sind erst Kapitel 3. Aber gut, ich streame ja auch. Ich spiele das ja dann nicht so schnell, wie man normalerweise spielt. Guten Morgen, Freak! Und das Schöne ist, Tiok, du hast jedes Mal, wenn du ein Spiel neu startest, hast du andere Sachen zu tun. Also es ist nicht immer dasselbe. So, das ist der Dayan Damdin. Der Name passt schon mal. So, das Datum passt, das Datum passt. Er ist Bauarbeiter, der darf rein. Dayan Damdin. Passnummer E53875MN passt. Und auch, es passt alles. Im Moment passt alles. So, das Einzige, was er aber hat, ist vorne die Stoßstange. Die fehlt. Dann fehlt auch ein Spiegel. Ne, seht ihr rechts, das Spiegel fehlt. So, und dann hat er einen Kühlschrank. Ne, die Mistgabel nehmen. Achtung, wir haben Alarm. Evolutionswissenschaftler, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Alter! Kommen die schon durch oder was? Glaube ich, alle töten, oder? Bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Evolutionswissenschaftler, guten Tag auch im Chat. Servus. Jetzt konnte ich den Chicken Dance gar nicht mitmachen. Hörst du auf, mich anzuschießen, du Babsack? Oh, Bombe! Bombe! Au! Oh, ich bin verletzt! Die schießen mit Bomben! Mit Granaten! Oh, die Assos! Ich geb dir gleich mal! Oh, ich bin gleich tot. Verbleibende Feinde 1. Gib dir gleich mal eins. Yippie-ay-ay, Schweinebacke. Yippie-ay-ay. Ich glaube, die müssen auf Norme. Besiegte Angriffe 14, gut gemacht. Es ist klar, dass die Aufgabe gewachsen ist. Der Kommissar wird sich freuen. Kommissar Radobudu.
Schweine. Habt ihr das gesehen? Gibt's die jetzt noch zu looten? Nee, die gibt's nicht mehr zu looten. Habt ihr das gesehen, was sie mitbekommen haben? Freak, wie geht's dir heute? Das Auto, was ich am schnellsten wieder abgegeben hatte, war ein 3er BMW. Den hatte ich vor 7 Jahren. Hab ihn für 2000 mit kaputten Getriebe gekauft. Mit Kollege repariert wieder für 5 Verkauf. 5 Tage habe ich ihn gehabt. Okay, das ist nicht schlecht, Racker. Örgel. Moorhuhn schießen. Das Timing war gut, gell? Feiner Sand. Hallo Arn, halt, stopp, haben Sie überhaupt eine Lizenz zum Schießen? Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Ich habe immer eine Lizenz zum Schießen. I got a license to kill. Oh Gott, wie geht's dir, Arn? Chefin, hochkonzentriert. Ich lasse mich doch nicht angreifen, feiner Sand. Die müssen alle mal auf den Arme. Die sammle ich jetzt ein und tu die auf den Pott. Wer noch Resident Evil sucht, auf Steam Raccoon City Edition kaufen. Und was? Resident Evil 2 und 3 für 14,99. Fuchsgang geil. In Aktion. Sehr gut. Ich glaube, die müssen auf den Orme. Bin ich jetzt verletzt? Ja, ne? Sind noch keine Autos mehr da, ne? Da muss ich mehr schlafen gehen jetzt. Das Spiel sieht mega wild aus. Ja, das ist es auch an. Ich heile mich jetzt, indem ich schlafe. Kann doch nicht wahr sein. Bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut dann auch, ne, klar. Also wir haben jetzt tägliche Kosten von $295. Haben jetzt 1.189 bekommen. Tag 12. Die Autopreise fallen wieder. Oh, sehr gut, Sere. Und guten Morgen. Das wäre natürlich gut, ne?